Dann würde ich mal sagen, ach, da muss ich hier rechts lang. Nehmen wir nochmal ein grünes Sorry, Auto. das ist ein Notfall. Ja, speziell als Räuber. Jetzt kommen wir mal ein bisschen paradiesischere Gegenden. Da rechts auch runterfallen. Alles. Mal Ausschau halten, weil nicht, dass ich hier irgendwie mal was verpasse. Das da rechts ist der Strand. Da oben ist. Ich fahre hier im Kreis. Jetzt geht es hier theoretisch noch weiter links. Hier geht es aber auch theoretisch geradeaus. Sieht man nach Schanze aus. Schanze? Oh. Ja, schön. Ist man den ganzen Weg da wieder unten. Wunderbar. Ich liebe es. Wenn man eine Schanze schießt, dann will man sie auch nicht benutzen. Oder so ähnlich. Oh. Krasser Deutsch. Gehen wir jetzt mal hier links. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir bei der nächsten Mission. Und da stehen auch schon Typen. Und da steht auch mein Kran. Okay. Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. Ja, Rex interessiert sich für Astrologie? Ha! Ist sicher nicht für Rex, sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Nun, worauf wartest du? Du hast doch diesen Presslufbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutze ihn! Okay. Ja, auf dass es wieder die absolute Zerstörung gibt. Glaubst du an diesen Sternzeichenkram? Nö, liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin. So, und so. Alles hinüber. Sehr gut. Ich fahre den Laster nach hinten. Hä? Warum verliert er Flüssigkeit? Was muss ich jetzt Und tun? jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Halt deine Augen auf. Falls wer kommt, kümmere dich um ihn. Okay. Natürlich kommt jemand. Die Hüter des Gesetzes. Die es natürlich alle in erster Linie auf mich abgesehen haben. Und was war das? Alter, die sind voneinander abgeprallt. So. War das jetzt das kleinste Problem für einen Chase McCain? Ah, da hat er einen Schlüssel verloren. Hat natürlich Das genau. wohl trainiert, Jimmy. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. Natürlich hat irgendjemand da außersehen einen Schlüssel dabei gehabt. Ja, gut. Kümmer dich um den Sicherungskasten. Die Kabel gehen zur Kuppel. Okay. Scheiße. Ah, zu nah in den Kasten gesprungen. So. Zack, zack, zack. Kuppel gehe auf. Hey, nicht schlecht, Mann. Jetzt müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Aha. Komm schon, in den Ah, Kran mit das darf dir! ich jetzt wieder machen. Toll. Weil er es nicht kann. Jetzt hinten auf den Laster damit! Nach hinten ausgerichtet! So können wir die Polente schon meilenweit. Gut! Und jetzt in den Laster mit dir! Natürlich. Ja, okay.
Der Kran? Bleibt er da jetzt stehen, oder? Wobei, ich stelle mir das auch ziemlich hakelig vor zum... ah ja, da brechen wir einfach durch, okay. Wie ist denn der da reingekommen? Der Kran? Der Kran? Hallo? Dann halt nicht. Schade, und ich starte gleich da unten. Was fliegt da hinten? Da hinten ist doch gerade irgendwas runtergeflogen. Und... ah. Ja, jetzt? Warten wir natürlich extra auf die Polente. Selbstverständlich. Ich will gar nicht wissen, wie sie das Ding steuert. Vor allem, wo muss ich denn jetzt hin? Folge Eddie Jojo. Ach, so heißt er. Verliere ihn nicht. Ja, toll. Das Teil steuert sich relativ schwer jetzt so, gefühlt. Die ersten paar Meter. Tja, die haben natürlich Turboantrieb. Ey! Kollegas! So, aber bitte nicht! Hallo? Hallo? Hallo, 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 hallo? Wie soll ich mich dann dagegen wehren? Ficken. Lass schon kaputt. Mission verkackt. Toll! Nochmal. Ey, wie soll ich mich denn dagegen wehren? Theoretisch muss ich mit Bremsen und so machen. Kann ich die Szene jetzt auch überspringen? Ah, jetzt. Ich glaube, vorhin hat auch irgendwas gehangen. Weil das sah jetzt schon ein bisschen flüssiger aus. Okay, nochmal. So, jetzt muss ich aufpassen. Am besten eine Seite gleich mal komplett dicht machen. Damit da keine Polizei reinfahren kann. Kommen sie nämlich. Ey! Ey, das gibt's doch nicht! Wie soll ich mich da dagegen wehren, hä? So, nee, bleib nicht hängen, natürlich nicht. Wie denn auch? So. Ich hoffe, das war's. War's das? Oh, Schanze? Ui. Cool. Ich hoffe, das war's jetzt wirklich. Taxi? Ich will doch nichts kaputt machen. Das Problem ist, wenn ich den da vorne entwischen lasse, dann gibt's wahrscheinlich auch noch eine Haue. Nein! Geh doch aus dem Weg, du Depp, du dämlicher, du! Ich dachte, den schwierigsten Teil habe ich geschafft, aber da kommt scheinbar jetzt gerade erst. Da rein. Sehr schön. Kein Verkehr mehr. Wird doch wieder bei der alten Mine sein, oder? Oh, Vorsicht, da hat's Wasser. Gleise? Nicht, dass da jetzt ein Zug gleich kommt irgendwie. Und er fährt sich auch an die Wand. Gut. Da war das nach der Brücke anstrengender wie das vor der Brücke. Kapitän!
Kapitel 13, Geheimnisse. Schön. Und nu? Oh, geht's direkt in die nächste Mission. Spezialauftrag, störendes Verhalten. Ja klar, jetzt sind wir wahrscheinlich direkt bei Rex in der Nähe. So, haben wir erfrischt. Ist natürlich noch die Frage, wer ist der Alte? Ich vermute mal stark, das werden wir auch auf der Mission jetzt herausfinden. So, gucken wir mal. Alles läuft nach Plan. Hä? Da. Aha. Aha. Soll ich die ganzen Zwischengeräusche? Die ganzen Zwischengeräusche sind total egal. Und die letzte Lieferung? Gerade angekommen! Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weichkochen! Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir brauchen. Entschuldigung, das ist einfach lustig. Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Was? Sowas Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Ich melde mich wieder. Professor? Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Wohoho, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Das ist der Truck des Eindringlings. Oh, oh, das war's mit meiner Tarnung. Irgendwo muss er doch stecken. Such ihn. Puh, das war knapp. Ich hasse dich, Fahrstuhl. Und was macht der Jimmy schon wieder da? Na trotzdem, jetzt sind wir ja direkt vor, na dran. Oh, was ein Schlag. Ich meine alte Zelle wieder. Da häng ich Gardinen auf. Ja, also ich habe erkannt, wer der Boss ist. Denkt mal ihr vielleicht auch. Weil diese Person haben wir schon einmal gesehen. Die Auflösung kommt ja da auch demnächst. Die endgültige. Und kann ich das jetzt? Diese Fähigkeit ist gesperrt. Hä? Komisch, ich habe doch alle Fähigkeiten. Kann ich denn immer noch nicht alles machen? Was soll der Scheiß? Na gut, dann gucken wir mal, was gibt's denn noch? Theoretisch könnte ich da auch wieder runterspringen, aber das ist wahrscheinlich mein Tod. Was? Bin ich so ungenau dabei dran vorbeigelaufen? Noch Kisten unter Strom gestellt. Okay. Platz Früchte. Ah, wozu bin ich schließlich Elektriker und. Was? Ein Basketballkorb? Ja, oh, scheiße auf die Mission. Spiel noch ein bisschen Basketball. So. Scheiße. Hey. Hey. Ist doch viel lustiger. Und jetzt habe ich dadurch nichts erreicht. Ah doch. Okay. Krieg wieder einen Teil von meiner Marke.
So. Dann stellen wir noch mal die Elektrizität hier ab. So, wir setzen das hier an eine geeignete Stelle. Oh, das macht eine schöne Aussicht. Wasserfall. Komme ich ja noch nicht durch? Nee, scheinbar nicht. Da oben wollte ich noch gucken, fällt mir gerade so ein. Oh, da hat scheinbar nix. Dann halt nicht. Gut, dann brauche ich mir jetzt wahrscheinlich mal einen Schalter. Yep. Kann hier mal ein bisschen rumwüten. Oh. Oho. Oho. Oh. Das sieht mir ziemlich stark nach Freiflug aus. Wie damals das Bergwerk. Guck ich gerade mal, hat es hier noch irgendwas, was ich machen könnte oder kaputt machen könnte oder wie auch immer. Irgendwie einen Fallschirm vielleicht. Irgendwas sollte es ja noch geben. Aber wenn dem nicht so ist, dann mache ich halt wieder Freiflug. Das heißt, letztes Mal hat er glaube ich auch automatisch einen Fallschirm dabei gehabt. Na gut. Geronimo! Was? Kann ich jetzt nicht fliegen? Was? Hallo? Ich will da runterfliegen. Ah. Ah, muss ich mir noch extra eine Rampe bauen. Ein wildes Chase auf dem Weg zum Abflug. Ich sehe gerade mein Pad leuchtet wieder. Juhu! Oha! 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 Geronimo! Ich hoffe, das sind nicht wieder riesige Ventilatorflügel. Hoffe ich auch nicht. Links, 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 links. Oh, wow! Oh, Alter! Keine Ventilatorflügel, nur Laserkanonen. Meine Fresse! Hilfe! Oh! Oh, und ja, Ventilatorflügel. Von rotierenden Energiestrahldingern. Ich wette, dieser Schacht endet in einem Schmelzofen. Alter Vater! Alter, wird einfach schlecht. Oh, jetzt bin ich durch. Huch, und das ohne ein einziges Mal zu verrecken. Ein U-Boot. Damit schaffen sie wohl das meiste Material heran. Wow, wer hätte gedacht, dass ich einen Freiflug ohne Tode überstehe? Ja. Dann lass ich mir jetzt mal was erscheinen. So. Ich wusste gar nicht, dass das Rohr so weit geht. Wo der Chase damit gehört hat. So. Okay. Kommt er! Schade, ich war nicht nah genug an der Explosion. So. So, Doppelschlag.
Na komm, Herr Kollege, muss ich dich wieder mit X flachlegen. Komm, greif mich an, greif mich an, greif mich an. Schieß so. Ach scheiße, jetzt habe ich glaube ich das Falsche gedrückt. Nein! Ja, komm, greif an. Oh, ich habe das U-Boot gefärbt aus Versehen. War noch lila. Ja, jetzt hör auf mir zu drohen, greif mich an. Danke. So. Hm. Verpassen wir dem Teil ein Upgrade. Und zwar? Mach ich jetzt hier das U-Boot irgendwie kaputt, oder? Oh, was kann ich denn da noch ranbauen? Ist auch so eine Art Kran? Oder was ist das? Sieht irgendwie so technisch aus. Gut, ich stelle mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist. Ja, ich verstehe mich auch. Was ist hier los? Ein typischer Kapitän. Oh oh. Hey! Okay. 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 Das Teil ist hinüber. Mein U-Boot! Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Ist der Jason ganz schlau. Guck ich aber erstmal, was hier mal auf dem Weg. Machen wir erstmal den Weg frei, würde ich sagen. So und so und so. Weil nicht, dass es hier noch irgendwas zu mitnehmen gibt. Und ich das hier jetzt verpasse. Nur weil ich direkt da irgendwie ein bisschen schnell weiterkommen will. Nehmen wir mal das. Na. Bin ich schon durch alles durch. Okay.